Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Guten Morgen, guten Mittag. Ich weiß nicht, wer ihr seid, Amenakon. Ich fick euch, Amenakon. Oder auch guten Abend, liebe Leute. Bevor das Video anfängt, muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. War neulich gewesen, ne? Da einfach mal gerannt, im Sommer war das. Ein bisschen durchs Blumengebiet getollt, wie man es kennt. Bin dann auf die Fresse geflogen, erstmal auf so einen Backstein. Ne? Dann noch durch die Brennnessel durchgeflogen. Ne? Ja, bin dann am nächsten Morgen aufgewacht. Habe ich in den Spiegel geguckt. Und es hat mich dann direkt an Lion Tainer da. Nee, Spaß. So schlimm war es auch wieder nicht. Ich neulich wieder unterwegs gewesen. Nichts Böses gedacht. Direkt wieder Cybersex gehabt. Ja, hi Schatz. Findest du das gerade einen virtuellen Moment? Findest du das gerade einen erotischen Moment? Dann haben wir Cybersex. Geil, oder? Schatz? Liebe Leute, Cybersex. Was ist Cybersex? Woher kommt Cybersex? Wie macht man Cybersex? Alles Dinge, die mich nicht jucken. Verpisst euch! Video nicht zu Ende, oder was? Mitten seit den 1990er Jahren existieren im Begriff Cybersex werden verschiedene Formen der virtuellen Erotik, sexueller Interaktion und Pornografie bezeichnet, die mit Hilfe eines Computers oder über das Internet ausgelebt. Das Spektrum reicht von der reinen Betrachtung und oder Masturbation sexuell zügigen Chats und die Maustausch erotischer Events innerhalb von Digga, wie lang ist der Satz? Alter, kann hier bitte mal der Rechtschreibekontrolleur eingreifen? Und zwar mit einer Dame war ich im Skype-Gespräch. Die wusste gar nicht, was eigentlich gerade abgeht. Ja. Die hat gedacht, ja, wir besprechen kurz was oder so. Und dabei ist sie gar nicht klar gewesen, dass sie gerade Cybersex hat. Nee, weil, hab sie dann mal ganz höflich gefragt. Du, weißt du eigentlich, was du hier gerade machst? Aber wir sind jetzt hier gerade im Skype-Gespräch. Ich dachte, wir besprechen kurz. Dabei habe ich sie dann kurz aufgeklärt über die derzeit Umstände, komischerweise dann direkt aufgelegt. Ich denk mal, das Internet müsste abgebrochen sein bei ihr. Nein, Spaß, gerade mich blockiert da. Jetzt mal zur Ernsthaftigkeit. Vielleicht ist es euch ja gar nicht bewusst, aber ich habe ständig Cybersex. Denn hier steht, die mit Hilfe eines Computers über das Internet ausgelegt werden. Okay, unser Handy ist ja auch ein Computer. Das Spektrum reicht von der reinen Betrachtung und oder Masturbation und Konsumieren pornografischer Bilder. Das heißt, ich habe im Prinzip am Tag mehrere Male Cybersex. Nee, weil ihr kennt mich ja, ich bin jemand, ich schicke gerne Nacktpics von mir rum. Cybersex, ich wusste, was es ist, hab mir das dann aber immer relativ komisch vorgestellt. Ja, das ist so geil. Ja, war geil mit dir. Ja gut, das habe ich ja. Ich wollte euch einfach nur mal darauf hinweisen, ja, dass wenn ihr in Zukunft bei euren cybersexistischen Aktivitäten auf WhatsApp, ja, dass ihr da vielleicht ein bisschen zurückfahren solltet und vor allem auch keine Bilder von anderen Urhebern rumschicken solltet, wenn ihr nicht rechtlich belangt werden wollt. Hallo? Ja? Ja, aber ich hab das doch nur einmal geschafft. Der Joke mit dem Telefon ist langsam ausgelutscht. Ich mach den nicht mehr. Verpisst doch! Lasst dem Daumen einfach ein Video nach oben da. Lasst dem Video einfach einen Daumen nach oben da. Kein Problem für das Wissen, das ich mal wieder vermittelt habe. In letzter Zeit muss ich echt sagen, ich vermittle ein bisschen viel Wissen mit meinen Videos. Ich glaube, ich sollte anfangen, Geld für die Videos zu verlangen. Machen wir pro Video so 7000 Euro. Quatsch, Leute. Machen wir 10.000 Euro.